Kapitel 2, die Fremden. Wir hier haben Ladezeiten manchmal ein bisschen länger als normalerweise. Denn in Frankreich genießen wir das Leben. Wenn Ladezeit kommt, dann Frauen nehmen sie uns dann weg. Mit Sex. Nur wir sind nicht stark genug, um die ganze Ladezeit mit Sex zu verbringen. Also müssen wir noch einen Kaffee trinken und gucken, dass das Spiel endlich mal gleich anfängt. Mein Gott, wieso dauert das hier so ewig? Kapitel 2, die Fremden, es geht los. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Oh, Mama wird einiges nicht gefallen. Zum Beispiel, dass sie tot ist! Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Das ist eine fantastische Idee. Und was ich gerne mal machen würde, wäre gucken, ob ich Untertitel einschalten kann. Denn ich habe gemerkt beim Angucken von meinem letzten Teil, dass der Ton vielleicht manchmal ein bisschen zu leise ist, wenn sie reden und man nicht alles versteht. Untertitel anzeigen, bitte. So, viel besser. Charakternamen einzeigen, ja, vielleicht, weil die französischen Namen sind nicht immer so leicht zu verstehen. Hugo zum Beispiel. Wer zum Teufel heißt so? Okay. Gehen wir, Hugo. Wie schön. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. So, gleich mal hier die Boundaries checken. Die Boundaries des Games. Kann ich irgendwas umschmeißen? Kann ich ins Wasser gehen? Hey, ich kann ins Wasser gehen. Ja, ein bisschen. Immerhin ein bisschen. So, auf zu Laurentius. Ich habe leider vergessen, wer das war, aber ich glaube, das Spiel wird mich noch dran erinnern. Holy shit. Vögel. Holy shit, Vogel. Aber ohne Scheiß, wo sind alle? Du verrückte Ente. Oh, Äpfel. Hugo, jetzt nicht. Du kleiner Dieb, die muss man bezahlen. Alle verdorben. Aber ich habe Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Okay, anscheinend wurde hier schon Werk verrichtet von irgendwelchen, ich tippe mal auf Engländer. Ferdinand, guck mal, die haben sie stehen lassen. Das heißt, die Leute sind nicht geflohen. Wenn die Pferde noch da sind, sind die Leute wahrscheinlich alle tot. Da müssen eine Menge Leute sein. Mhm. Gut, ich kann das nicht betreten. R3. Mit R3 kann man ansehen, aber jetzt ist der Zeitpunkt wahrscheinlich vorbei. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Hey, Madame. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Was zum Teufel ist hier passiert? Wahrscheinlich, nee, aber wenn es dasselbe wäre wie in meinem Dorf, wäre hier überall Blut und so. Und Menschen, die nicht mehr atmen. Verzeiht, ich bin die Tochter von Seigneur Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Okay. Anscheinend können wir hier nicht auf Hilfe hoffen. Verständlich auch zum Teil. Jemand da? Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der de Roon wurde angegriffen. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Ach, du. Was ist denn hier nur los? Ach, du hast von der Seite geklopft. Wir sind nass und hungrig. Holy shit, story of my life. Bitte, so helft uns doch.
Ach ja? Dann lass mich hier erstmal diesen Stein nehmen. Ach scheiße. Aber ich bin die Tochter eures Herrn. Kann ich vielleicht... Ach, ich muss Hugo loslassen, damit... Ich kann keinen Stein werfen. Ich kann keinen Stein werfen. Wozu habe ich eine Schleuder, wenn ich keinen Stein in fremde Häuser werfen kann? Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Hm. Hier ist wahrscheinlich nichts. Okay. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Das reicht. Ich will nicht... Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Ist das wegen der Plage? Ist doch die Pest, oder? Hier geht's um die Pest in diesem Spiel. Das Spiel heißt die Pest. Unschuld. Das Dorf ist verseucht. Mhm. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Ich glaube, dieses Essen willst du nicht haben. Mein Gott. Oder doch? Ihr, ich flehe euch an, holt Hilfe! Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, wartet! Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden? Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Moment, ich habe nichts infiziert. Okay. Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Höchstwahrscheinlich, Junge. Aber denk nicht drüber nach. Der Tod ist viel besser, wenn man nicht drüber nachdenkt, wenn er schleichend kommt. Aber es ist immer noch besser zu rennen, als zu sterben. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Ei. Los, rein da, schnell. Wohin, hier? Okay. Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Warte. Dann schnapp ich sie mir. Ach, du wartest auf uns, Junge? Ich weiß nicht, ob hier jemand drin sein könnte. Es könnte sein, dass du gleich sehr müde sein wirst. Muss ich irgendwas tun? Ich könnte einen Stein werfen. Höher geht nicht. Scheiße. Na gut, dann komm runter. Pass auf. Ich habe eine Idee. Da sind irgendwelche glänzenden Dinger. Und wenn wir ihn mit einem Geräusch ablenken? Super Idee. Ich war schon längst dabei. Was soll dieser Lärm? Ja, und dann können wir uns vorbeischleichen. Ich würde ungern meine Schleuder an diesen Mistkerl benutzen. Pure Verschwendung. Okay. Komm. Gehen wir. Wir hätten früher gehen sollen. Ich war zu langsam. Scheiße. Ich hab die Treppe fast verpasst. Fast verfehlt. Fast geschafft. Oh, nichts. Nichts. Da war auch nie was, Junge. Alles gut. Dem haben wir es gezeigt. Ja. Der wird nie wieder... Oh, come on. Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst. Ja, wohin? Nach links. Die Mauer, komm, schnell rüber. Schnell, junger schnell. Mann, pass auf, dass du deine Unterhose nicht verlierst. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Können wir weiter nach Warum oben? Tun Nein. Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Moment, das kann ich doch benutzen. Ich kenne Videospiele. Los, schieben wir sie. Genau. Das habe ich in Tomb Raider gemacht vor ungefähr einem halben Jahr 20. Eigentlich vor einem halben Jahr 40. Beim Schieben. Ja. Okay, aber kann ich das nicht irgendwie lenken? Nee, anscheinend. Nee, doch, lenken. Geht nur sehr langsam.
und ich mache es irgendwie falsch. Aber das wird schon. Wer zu blöd ist im Kopf, muss mehr Kraft in den Händen haben. Gut, jetzt können wir raufklettern. Aha. Noch ein Schieberätsel? Noch mehr Steine? Ich habe genug Steine. Ist das Zimt? Nein. Mehr Steine. So viele Steine brauche ich gar nicht. Was bist du? Nicht wichtig. Okay. Eins ist klar, wir müssen definitiv nach oben, ne? Und wie machen wir das am besten? Ich mein's ernst, wie mache ich das am besten? Was muss ich tun? Vielleicht muss ich irgendwas abwerfen. Ja. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Schleuder oder? Ja, natürlich Schleuder. Aber das Schleuder. Ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Ja, wirklich, Hugo. Du kommst ganz genau nach deinem Vater. Hilf mir beim Schieben! Wärst du wie deine Mutter, wäre dein Vater bestimmt noch am Leben, weil dann wäre er auch so wie du wahrscheinlich. Gott, das war Blödsinn. Ja, komm, weiterschieben. Was ist denn los? Okay. Komm, Hugo. Kletter hoch, ich helfe dir. Hat was von Uncharted 4. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Ja gut, so falsch ist es nun auch wieder nicht. Mit einer Schleuder kann man viele Dinge anfangen. Zum Beispiel auf irgendwelche... Häftlinge! Oh nein, schnell, schnell! Okay. Die Leiter, hochklettern, du zuerst. Die sieht nicht sicher aus, Hamid. Deswegen gehst du zuerst. Um zu gucken, wie... Wir haben keine Zeit, sie kommen. Beeil dich! Sie wird nicht halten. Oh. Er ist ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Ich versuch's mal hier. Wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her, auf diese Seite. Ja, Hugo. Da bist du ja. Das ist toll. Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Ja, pass auf. Okay, pass auf. Gib mir... Ich brauche die Schleuder. Und ich muss sehr gut zielen. Glücklicherweise ist das Zielen mit der Schleuder hier sehr leicht. Und ich bin gleich gefickt. Na los, Hugo. Komm schon. Hugo. Hugo. Hier. Dankeschön. Ich habe Steine gesehen. Warte mal. Ich hatte solche Angst. So, jetzt können wir. Mir leid wegen der Leiter. Weil ohne Steine bin ich hier echt gefickt. Recht. Wir müssen nach Hause. Wieso das kann ich nicht? Nicht ohne Laurentius. Okay. Wer ist Laurentius, verdammt? Das Dumme ist, ich habe hier einen kleinen Delay, weil ich mit der Capture Card aufnehme. Und ich laufe ab und zu mal nicht so gut, wie ein Mensch das normalerweise tun sollte und könnte. Amicia, versteck dich! Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort! Ruft die anderen und sperrt die Straßen. Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in ihre Hand schicken. Die kommen hier nicht leben. Alter, Konrad, wieso bist du so böse? Was stimmt mit deinem Gehirn nicht? Komm schon. Konrad, wer heißt schon Konrad? Nur Maniacs und Psychopathen heißen Konrad. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kam sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen Abschaum. Ich weiß ganz genau, was ich tun soll. Ich wollte mir erstmal das Gespräch anhören. Hä? Man hat ja so ein bisschen Lore bekommen zu Konrad, was sein maniakisches Verhalten mehr oder weniger erklären könnte. Okay. Ganz ruhig, Hugo. Wenn du niesen musst, tu es nicht! Soll ich dich auch ablenken oder kann ich dich ausschalten? Gibt's hier einen Stealth-Kill? Es gibt bestimmt keinen Stealth-Kill. Was soll ich mit dir machen, Kumpel? Ich kann natürlich einen Stein schmeißen.
Das interessiert dich kein bisschen. Ich könnte aber... Könnte ich hier... So... Lang... Eigentlich habe ich gedacht, der andere... Welche Töpfe? Die Töpfe? Sind das Töpfe? Das ist gar nicht als Töpfe wahrgenommen. Echt, sind das Töpfe? Entweder bin ich blind oder es gibt keine Töpfe. Welche Töpfe? What? Moment. Gibt's da Töpfe? Sind das Töpfe? Töpfe? Holy shit, welche Töpfe? Okay. Vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen weiter weggehen und von der Entfernung die. Was ist das? Nichts! Alles gut! Nein, sind sie nicht! Die sind nicht hier! Oh. Das war der erste Tod. Der erste von vielen. Aber ich habe echt keine Töpfe gesehen. Was zum Teufel wollen die von mir? Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier... Was zum... Ich glaube, ich weiß, was damit gemeint war, mit den Töpfen. Da war wahrscheinlich so ein Topf neben mir, den ich hätte nehmen sollen. Und den hätte ich schmeißen können. Ja, da ist ein Topf. Ich habe versucht, auf Töpfe zu zielen, um Geräusche zu machen. Ich habe vergessen, dass man Töpfe nehmen kann und werfen kann. Das passiert, wenn man ein paar Tage lang nicht weiterspielt. Aber Moment, wie... Bleib hier und kein... Nee, komm lieber mit. Ja. So, Topf. Komm her, Topf. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Das war ein Topf. Guck nach. Siehst du? Das ist ein Topf. Geil, oder? Fantastisch. Nein, nicht schon wieder. Schnell, lauf schneller. R2 gedrückt halten. Halte R2 gedrückt, Hugo. Lass R2 nicht los. Oh nein. Schnell, Lockpicking. Ich versuch's ja. Komm mal, Miss hier. Das hält sie nicht lange auf. Schnell. Ja, da. Sie wissen, wir sind hier. Nein, okay. Sie klemmt. Hugo, ich glaube, du musst hier raus. Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Ich glaube an dich. Bis dahin. Warte mal. Ich wollte eine Schleuder haben. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Komm, Hugo. Hugo, er ist hier. Bis dahin zieh dich schon mal. Hugo, tu doch was. Hugo, hast du's? Ha. Ich hab dein Bein getroffen, glaube ich, Konrad. Ich kann nicht mehr, Mieschen. Reiß dich zusammen, Mann. Wir haben es fast geschafft. Nur noch ein kleines Stück. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Okay. Hier entlang. Habt keine Angst. Wow, danke. Danke, Babuschka. Oh, fuck. Besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Babuschka, warum helfen Sie mir? Sie kennen mich doch gar nicht und das Kind auch nicht. Ach. Mensch. Wir könnten Diebe sein. Wir könnten Vasen klauen und Töpfe und sie in Ecken werfen, damit Leute da hingehen und sie das Ganze ansehen, was wir da gemacht haben. Und dann laufen wir weg. Aber danke für die Hilfe. Also oben können wir erstmal eine Weile bleiben, hat sie gemeint, ne? Aber natürlich, nur zu. Die Truhe ist oben.
Okay. Ziehen wir uns erstmal um. Aber bevor wir das machen, was ist das? Weihrauch. Das riecht wie zu Hause. Mutter hat das auch verwendet. Weihrauch. Was mache ich mit dem... Ich meine, ich habe schon Zimt. Jetzt habe ich auch noch Weihrauch. Ich kann doch irgendwas damit bestimmt machen. Mir irgendwas zusammenbasteln. In die Schleuder reintun und Feinde blenden und das vergiften. Ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Yep. Das habe ich auch genauso erwartet. Ich meine, der Junge ist zum ersten Mal in seinem Leben draußen. Und wir experimentieren, gucken, schauen, was es alles gibt. Amicia, das hättest du genauso getan. Was ist das hier? Was leuchtet da? Was? X? Aha. Schön. Okay. Ich dachte, da liegt vielleicht irgendwas. Aber ich mag dein neues Outfit. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervy. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervy, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat dem Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervy, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen, aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Ja, wirklich, danke, alte Frau. Und du Mensch. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Okay. Und Hugo weiß halt echt nicht, dass seine Eltern beide tot sind. Ich meine, der hat weder gesehen, wie sein Vater gestorben ist, noch wie seine Mutter. Die Frage ist einfach, wie lange wird Amicia das für sich behalten und ihm die Hoffnung lassen? Ich meine, der Junge könnte durchdrehen. Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Okay, holen wir das Leder. Hugo, kommst du eigentlich mit? Nimm das Stück Leder aus dem Hof. Ah, das ist auch ein Tutorial hier. Sweet. Bist du der Hof? Du bist nicht der Hof. Wahrscheinlich ist hier irgendwo Leder. Ja, da ist Leder. Leder. Gut, dann an die Arbeit. Okay, und wie, wo? Nimm das Stück Leder aus dem Hof, habe ich gemacht. Wo ist hier die Working Space? Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Gut, halte X gedrückt, um deine Schleuder zu reparieren. Ist das alles? Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Okay, ich brauche Tasche, das Ding und Ausrüstung, Beutel und Bänder. Da kann ich wahrscheinlich eine Homing-Missile-Schleuder zusammenbasteln. Gut, ich sollte mich bei Clavie bedanken. Das solltest du wirklich. Die Frau hat dir gerade das Leben gerettet. Ah, und? Viel besser. Vielen Dank, Clervy. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns doch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will
Helm zu Mama! Mama ist tot, Hugo! Du siehst sie nie wieder! Papa auch nicht! Amicia! Okay. Du lügst! Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still! Du lügst! Ich hasse dich! Nicht der beste Bitte Moment! Auf. Hugo, nein! Nicht der beste Moment. Hugo, warte! Nicht rausgehen! Das ist doch verrückt! Warte, du kleiner Mistkerl! Du bist verrückt! Ha, kann ich hier durch? Hugo, komm zurück! Hugo? Hugo! Was macht ich bringe dich um! Komm zurück! Oh nein, er wird uns noch umbringen! Alter, in diesem Spiel sterben sowieso alle, also warum nicht? Hugo, bitte! Es tut mir leid! Warte! Jo, ohne Scheiß, warte mal. Fuck. Ja, drüber, komm bitte. Bevor du auch noch tot bist. Ey, Junge, es tut mir leid. Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu. Nein, lass mich los. Es tut mir leid. Alter, bevor du dich verletzt. Oh nein, nein, nein. Nein, lasst ihn los. Da warst du also die ganze Zeit. Nein, Papa, ich wollte das nicht. Amicia. Shit, habe ich ihn getötet? Hugo. Holy shit. Dafür, dass du so wenig blutest, bist du so tot? Was? Wow. Oh, warte mal, warte mal. Ich bin kein... What? Habe ich das... Habt ihr das alle gesehen? Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Kann ich da vorbeigehen? Oh mein Gott! Hugo! Na endlich! Das ist jetzt natürlich ein Schuss in den Ofen, aber ich wollte es mal probieren. Okay. Amicia! Amicia! Du wirst mich nicht unter die Erde bringen! Hey, du Bastard! Ich werde mit dir anfangen! Merrin! Okay. Diese Rüstung hat Äxten und Schwert hat sich standgehalten. Gegen die Rüstung zu schießen, ist sinnlos. Okay, mit Kreis ausweichen. Was soll ich denn machen? In seinen Arsch? Du bist ganz schön schlecht. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Aber ich sehe, dass du da nur... Ich habe keine Steine. Du entkommst mir nicht. Verdammt, ich brauche Steine. Früher oder später. Ja, das glaube ich. Wenn ich keine Steine finde, bin ich kaputt. Wie Hitler. Komm schon, Konrad. Zeig ihnen, wozu du imstande bist. Okay, Konrad. Wo kann ich dich treffen, wo es dir am meisten wehtut? Ich meine, du bist ja überall gepanzert, ne? Dein Rücken vielleicht? Du machst mir Angst. Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Mhm. Ich brauche eigentlich Steine, aber... Ah, da liegen überall Steine. Kein Problem. Du hast in zwei Kriegen gekämpft. Und du hast überlebt, weil du dich versteckt hast? Ah ja, alles klar. Alles, was getroffen werden soll, wird gelb angezeigt. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Treffer. Entschuldigung. Nur einen. So eine bist du also. Ei. Gut. Das ist gut. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Wow, du bist schneller geworden, ne? Du hast alles genommen, was ich hatte. Ich habe keinen Stein. Ich brauche einen Stein. Das reicht. Bringen wir es hinter uns. Ja, warte mal kurz. Bleib mal so stehen, wie du bist. Mhm. Dein Kopf ist entblößt. Weißt du eigentlich, worauf es beim Boxen ankommt? Du musst schlagen wie ein Steinmetz und schweben wie ein Schmetterling. Scheiße, ich bin dumm, sorry. Tut mir leid, tut mir leid.
Du hast ihn getötet. Schon der zweite. Ich denke, ich werde das auch genauso hier machen. Ich lege eine Pause ein. Danke fürs Zugucken und es geht beim nächsten Mal weiter.